Kiesbereiche sind ganz wichtige Strukturen im Gewässer, weil das die Laichgründe von vielen Fischarten sind und da leben sehr viele Fischnährtiere drin und sie sind also von Natur aus entstanden an den weniger beströmten Flächen im Gleituferbereich sind die Kiesbänke größer und im Prallufer-Bereich werden sie weggespült. Das passiert dadurch, dass hier jetzt also die Strömung besonders stark gebremst wurde und auf der anderen Seite greift es stärker hier am Prallhang an, aber die Wurzeln der vorhandenen Gehölze schützen das Ufer, dass es nicht zu weit abbricht. Also hier hat der umgestürzte Wurzelbereich hat die Strömung verändert. Hat die verändert und die Aufschüttung hat dazu geführt, dass also wesentlich mehr Kies abgelagert ist. Richtig in so einem kleinen Hügel. Ja. Wie so eine Düne fast. Und welche Tiere leben in diesen Kiesbereichen? Jetzt nicht bestimmte Arten, die das brauchen? Wenn die offener sind, kann also der Flussregenpfeifer so etwas als Brutplatz nehmen. Dafür ist es hier aber zu klein. Ja. Aber es gibt Wildbienenarten, die dort ihre Brutröhre innen drin anlegen. Wildbienen. Und auch dieser Prallhang ist also ein wichtiger Lebensraum. Wir haben die kleinste Schwalbenart, das ist die Uferschwalbe. Die baut da, wo jetzt hier im Wald nicht, aber wo das also auf der etwas freien Strecke ist, hatten wir ja alles an diesen abgebrochenen Steilufern in den Lehm ihre Brutröhren. Wir haben also an den Kiesgruben, heute sind es nur noch die Kiesgruben, wo sie also Brutplätze finden. Zum Beispiel Rettlage, da gibt es eine Kolonie. Und dann sehr viele Wildbienenarten, die genau diesen Lehmzugang benötigen und das Hochwasser spült es ja immer wieder frei. Dann ist der Eisvogel, der seine Brutröhre in so einem Steilufer gräbt, ein toller Besiedler. Ja, das sind so die mir jetzt so direkt einfallen, aber es gibt mit Sicherheit noch mehr.